So. Bisschen bohren. Und unten, wo man es nicht sieht. Und rein damit. Damit das hier ziemlich, sich ziemlich genau anpasst. So. Der kommt hier wieder hin. Es wird immer nur einer verbraucht, wenn ich sage, das passt und so. Also immer, wenn ich hier einen Block setze, dann wird immer nur ein Steeplet verbraucht und den Rest muss ich dann machen, wenn ich das fertig mache. So. Jetzt ausprobieren. Komm, lass mich raus. Das hier oben versuche ich so zu lassen, damit sich das, wie gesagt, anpasst. Sieht ein bisschen besser aus, muss ich einfach sagen. So, und hier noch Rucklocke. Jetzt seht ihr, die Laderuckler werden schon länger. Warum nicht ein Laderuckler? Nehmen wir einfach so. Gut. Ja, die sind außerdem manchmal teilweise ziemlich gefährlich, weil man bewegt sich das währenddessen. Und wenn man da nahe an irgendwas ist, dann kann man da schon mal wegen Kollision sterben. Ist mir auf jeden Fall schon mal passiert. Deswegen soll ich auch gleich mal die Healstation verwenden. So, jetzt nervt der Stein hier. Aus weg. Und jetzt funktioniert's. So, okay. Und ich glaube, hier packe ich auch noch eins hin. Warum muss ich hier so? Und dann kann ich den hier wegmachen. Und kann hier ein bisschen bohren. Weil die Lücke hier, wo es so weit runter geht, nicht so schön aussieht. Das versuche ich noch wegzumachen. Aber auch wenn das... Ach doch, so, so haut das hin, genau. Muss mal kurz ausprobieren. Ich glaube noch nicht, aber ich kann es mal probieren. Doch, gut. So, das sieht doch schon mal gut aus. So, weil wenn der jetzt gleich zugeschweißt ist, kann ich mal kurz demonstrieren an dem einen. So, wie man sieht, sieht man jetzt hier nichts mehr. Das Schiff muss ein bisschen weiter runter. Also, ne, das fließt jetzt hier alles schön mit ab. Deswegen wollte ich das so haben. So, Schiff, komm weiter runter. So, muss kurz das Zeug abladen. Das kann man ja einfach hinten an der Refinery machen oder einfach hier oben. Obwohl, nee, das können wir ja da gar nicht machen. So. Und weg damit. Alles in den Small Cargo Container. Wenn ich jetzt an Small Cargo Container wäre, könnte ich einfach Doppelklick machen, aber bin ich nicht. Weg damit. So. Damit ich hier schnell zugreifen kann. Auch um mich aufzuladen. Ganz praktisch. Das gibt's doch nicht, nicht schon wieder. Ja, dann bleibt das Schiff da und der Flight Seat kommt raus. So. So, jetzt kann ich jetzt einfach gleich in den Cargo-Container und einfach mit Doppelklick. Zack, geht viel schneller und ist gleich sortiert. So. Ja, weil ich alles auf der Liste stehen habe, kann ich nur 400 Liter. Ja, kann ich nur 400 Liter in meinem Inventar haben. Deswegen muss ich immer ganz oft rennen. Das kann man ja bis sonst was erweitern. Also, ich habe schon das Space gesehen, da hatten die 4000 Liter Platz. Ja, kann man machen, wie man will. Ich mag das eher, wenn es ein bisschen realistischer ist. So, was ich dann auch gleich machen muss, ist hier aufladen. Ja, jetzt bin ich nämlich hier so bei der Keystation so, wie kann ich es nennen? Also das ist jetzt mein Respawn-Punkt, weil ich sie benutzt habe. So. Ja. Kommt das weg.
Und weg ist es. Ja, komm vor. So. Und auch dahinter. In den Cargo-Container. So, bis ich dann eben alles langsam darunter platziere. So, ich würde sagen, ich fange an mit dem Gravity Generator. Dass der irgendwo hier drunter kommt, damit er nicht auffällt. Wo kann ich den hinpacken? Soll ich den echt drunter machen? Hm. Ich glaube, ich mache den gleich irgendwo hin. Jetzt noch nicht so. Teile kann ich mir jetzt einfach hier holen. So, wusste doch, dass alles reinpasst. So, damit das jetzt erstmal weg ist und jetzt habe ich erstmal nur noch die normalen Blöcke. Komm. Ah, Laderuckler. Kurz warten. So, genau. Dauert länger, weil wir was gebaut haben. Dürfte ich inzwischen auch gemerkt haben, damit es am Anfang viel schneller ging. So. Dann haben wir jetzt erstmal nur noch ein paar Light Armor Blocks, wo eben nur Steel Plates drin verbaut sind und die brauchen wir jetzt hier am dringendsten. So. Dann gleich was dran ändern. Bisschen bohren. Da drüben muss ich jetzt ganz Steine hier wegbekommen. Nichts lieber als Steine wegschleifen. So, die können erstmal alle darunter. So, hier K und dann einfach droppen. Und wieder K und droppen. So. Warum fallen die denn eigentlich runter? Hier sogar. Ach doch, hier ist Schwerkraft. Okay. Dann kann hier auch einer hin. Und hier wieder bohren. So, das werde ich jetzt noch eine Reihe dann wegbohren gleich. Hier dürfte Steine hinpassen. Ach, nee. Muss das bisschen weg. Hier, komm, Bohrer. Ah, immer diese Steine. Das gibt's nicht. Also wenn man da nicht drauf achtet, dann ist das echt ziemlich ärgerlich, wenn da überall Steine sind. So. Wenn man darauf achtet, dass da nie welche sind, dann ja, merkt man das eigentlich kaum. Gut, und dann hier eins. Passt da schon eins hin? Nein. Okay, dann muss ich jetzt hier erstmal den ganzen Boden wegreißen. Ja, ich weiß, die ersten Folgen werden sich jetzt wahrscheinlich ziemlich ziehen. Ich denke, ich werde jetzt am Anfang, das kommt darauf an, wie viel ich jetzt schaffe, bis Special jetzt anfängt, entweder längere Folgen machen oder eben nicht. Kommt darauf an, wie viel ich im Voraus produzieren kann. So. Okay, und hier noch ein bisschen. So. Und ich darf alle Schreine rausschleppen. Hey. Das ist bestimmt lustig. Ich bin schon voll, ja toll. So, wenn ich die jetzt in die Richtung hau. Fliegen die dann noch in die Richtung? Ach, klar. So. Eisen und Steine weg. Brauche ich das mal alles nicht. Ich meine, hier ist alles voller Eisen. Was ist das denn? Augenstein und großer. Und schon voll. Auf jeden Fall. Ja. Dann eben 10.000 Mal hin und her. Warum denn nicht?
Ist ja nicht so, als wenn es langweilig wäre. Na, das gehört dazu, Space Engineers, dazu muss ich einfach mal sagen. So, ich mal hier ran. Zack, zack, zack. Kann das sein, dass das Gravitationsfeld hier schon auf die Steine wirkt? Kommt mir jedenfalls vor. So, also das Gravitationsfeld würde in die Richtung gehen. So, damit ich jetzt nicht wieder nur aufsammle. So, wir sehen hier jetzt keine Gravitation, also werde ich die jetzt wegschmeißen. Ja, das Gravitationsfeld wirkt anscheinend jetzt schon auf die Steine.